Ja, hallo Leute, herzlich willkommen. Heute geht es mit mir gemeinsam on Tour auf die Bonsai-Ausstellung in Lichtenfels bei den Bonsai-Freunden Burgkunststadt. Ja, ich nehme euch gern mit auf eine Reise durch die Rhein. Diese Ausstellung, die wird unter anderem vom Ralf von Bonsai-Garten Birkach mitgestaltet. Auch da werden wir uns umschauen. Kaffee und Kuchen gab es schon. Und ich würde sagen, lasst uns starten. Gute Unterhaltung und los geht's. Dann hier im Bereich des Einganges auch direkt zu finden der Ausstellungsraum. Hier sind wunderschöne Bäume ausgestellt. Alter und Besitzer der Bäume sind benannt und schauen wir uns gern aus der Nähe an. So. Ja, hallo zusammen. Also heute sehen wir uns mal hier in Schnei bei den Bonsai-Freunden Altenkunststadt. Das ist natürlich einer der schönsten Laubbäume in Deutschland, den es gibt. Das ist ein Weißdorn, ganz klar meiner. Ne? Und die anderen Bilder seht ihr nachher vom Sandro, der hat da ganz tolle Aufnahmen gemacht. Der geht dann hier ein bisschen rum. Stehen wirklich schöne Bäume rum. Wer Bock hat, bis es gesendet wird, ist eh vorbei, aber habt ihr was verpasst. Nächstes Jahr dann sehen wir uns. Schönen Dank, ciao. Ja, meine auch.
Yeah.
Ja, hier unten in eine Etage tiefer hat der Ralf seinen Verkaufsstand, seine Ausstellung, wie ihr wollt. Da schauen wir jetzt gemeinsam rein und vielleicht kann Ralf uns zu dem einen oder anderen Baum etwas erzählen. Also kommt gern mit. Hallo. Von der Hauptstraße fährst du da so rein. Ralf, du kennst das doch. Du bist das doch jetzt erprobt, oder? Ja, ja, ich weiß schon. Und das sieht man auch nicht oft, dass ich was arbeite. Also von daher bekommst du gerade recht. Hast du gerade die Minute erwischt. Genau. Da habe ich die mitgenommen. Die großen Geschichten und auch Werte. Da habe ich die drin gezeigt. Servus, ja genau, bis euch gemeinsam. Ihr dürft ruhig mit durchlaufen, da sieht man, da denkt man, das sind Menschen da. Ja, genau. Das war einige Mühe, wir mussten alle Zuschauer, alle Gäste, was wir vertreiben, was wir denen auch bekommen. Darauf, du hast ja ordentlich das Stemmen, das ordentlich Bäume hergebracht. Ich würde sagen, ich nehme die Kamera etwas näher an. Ja, gerne. Können wir gerne durchschauen. Das ist halt ein Teil von meinem Garten. Ne? So, kommt näher, kommt heran. Alle Sachen aus meinem Garten. Apfel, Kiefer, Lärche, Pfaffenhütchen. Alles, was ich halt so sonst da in meinem Garten rumstehen habe, habe ich halt jetzt einmal ein bisschen mit rübergebracht. Hier wurde ich schon von einem Kollegen angesprochen. Das ist eine kleine Potentilla. Da wurde schon Interesse bekundet. Ich verrate jetzt nicht von wem. Ja, dann ein bisschen Weißdorn. Das sind natürlich Sachen, die habe ich mir aus Spanien besorgt. Das sind wenig Sachen, die jetzt nicht von mir sind. So meine Olive. Es gibt immer Leute, die mal sowas haben wollen. Der Rest ist. Und natürlich, zweites Steckenpferd, meine Beisteller. Ne? Also das mache ich natürlich auch total gern, muss ich sagen. Ist immer total schön, macht wenig Arbeit und ja, schade, dass sie noch nicht blühen, weil das wäre nachher echt der Blütenmeer, der ist ja von den Hostas. Oh, mehr habe ich nicht. Das ist alles. Noch einen Tag stehen lassen, ja. Und dann nochmal wieder drüber brausen. Fertig. Und vermehrt sich wie Sau. Und wenn du die dann nochmal abschneidest, also wenn du das mal vermehren willst, ja, ne, kannst du es jetzt da, kannst du auseinanderschneiden. Okay. Und dann so zwei Nuckerle in die Erden rein. Mhm. Und dann geht es weiter. Du bist da weiter? Ja, mir. Schön, dass ihr da wart und so lange vor allem und das ganze Gesamte von mir wieder angehört habt. Wir sehen uns ja morgen wieder. Ja, morgen musst du ein bisschen erzählen. Ich habe schon Happy Hour, letzte Stunde. Boah, das wird gut. Genau. Ja, ich habe auf jeden Fall das Bald draußen. Nimmst du mit? Lass uns suchen, außer grün oder rot, ist mir egal. Feuerrot. Genau. Und wenn du so ein Netzler hast, hast du das? Ja, hab ich. Genau. Ich habe noch mal aufgemacht. Das will ich eigentlich noch ein paar Drähtler rummachen. Mach's gut. Siehst du ja, ich knie mich gerade wieder total in eine. Ja, mach's. Alles für die Kundschaft. Das ist, was du meinst. Ja, richtig. Nimm da raus, was du brauchst. Wenn du mal pro Dinger Euro, ne? Ja, also da ist. Aber die sind praktisch. Ich habe jetzt immer bis jetzt die Platten gehabt, aber die sind echt cool. Ohne Scheiß. Ob man im Internet bei Amazon Garantie selber. Da kostet das Schächter echt das Ganze. 18 Euro oder irgendwie. Also ich tue unten halt trotzdem 2 cm Drainage durch immer nach von meinem Substrat und dann wirklich festbinden. Achtung, ich zeig dir mal, wie man macht. Du hast dann immer das Problem, dass du einkaufen machst. Was, da wächst nicht? Nein, mir geht es ja drum, pass auf. Also erst einmal so bindet man einen Baum fest. Siehst du das? Mhm. Das, man nimmt den immer doppelt. Also wie verkäuterisch, du nimmst ja allen Draht doppelt. Natürlich, ich will ja was verkaufen auch, aber darum geht es nicht. Du kannst da halt dann wieder festziehen, weil wenn du jetzt nur ein Drähtchen nimmst und den so einmal hier und einmal hier, dann wackelt es. Und hier kannst du den Baum richtig festzurren. Den zurst du rein, da wackelt nichts. 5 Liter Blumentopf.
Da wackelt nichts. Da wackelt nichts. Ja, kann. Nimm den mit. Komm. Ja, und da, also ich schwöre total drauf, kosten ein bisschen Geld, aber ich finde die total gut. Ja. Es gibt ja sogar Leute, die drucken sowas selber im 3D-Drucker, aber das kann man ja gar nicht zeigen. Ist einfach. Also wirklich, alles was ich ausbuddel, was jetzt sagen wir mal in der große Oldies natürlich, die kommen einfach bei mir in die Maurer-Armerlanei. Ne? Aber alles was jetzt so in der Größe ist, wo jetzt frisch ausgegraben ist, da, der weiß dann, der kommt dann rein. 2 Jahre, dann kannst du den hier, kannst du ihn absägen nächstes Jahr. Also in 2 Jahren, hier, da hast du eine Bari hier. Kannst du in jede kleine Schale stellen. Und ich finde den Preis auch schon attraktiv. Ja, letztendlich, also, ja, unterm Strich. Ja, auch wenn man sie in 2 stellt und dann. Die kosten genauso viel. Was ist das Strich. Problem mit den Wurzeln? Genau. Einmal umhoben wachsen? Das habe ich halt gemacht wegen dem Verkauf eigentlich. Weil das sieht halt einfach ein wenig schöner aus. Ne? Wenn das jetzt verkauft wird, soll man so mit dem Das ist so ein hässliche Quick. An dem, was jetzt ganz hässlich ist, ja. Mache ich aber auch nicht mehr, weil alles, was du dann, also die bleiben im Garten, werden nicht fotografiert, die sind bei mir im Garten zum Verkaufen, zum Abholen. Das habe ich früher immer noch zum Verschicken gemacht. Ja, okay. Da musst du 100 Mal mit Luftpolsterfolie und Papier und Scheiß. Und ich habe auch wirklich schon Kunden gehabt, wo es dann zerbrochen angekommen ist. Das ärgert einen. Das ist dann das Schlimme. Genau das. Ich finde, du hast immer die Möglichkeit, was abzubinden. Ja, genau. Und das geht total gut. Festgedreht, fertig. Ja. Zubi, zubi. Genau. Und du wächst wirklich gut da drin. Also wirklich, wirst du sehen, wenn, hast du jetzt das erste Jahr gemacht? Erste Jahr, ich habe es 3 Mal ausprobiert. Nimmst du in 2 Jahren raus, du wirst. Ja. Der Eindruck sei, wie viel Faserwurzeln der trotzdem macht. Ja. Also Ralf, vielen lieben Dank für die Einladung. Sandros Koi und Bonsai heute zu Gast bei den Bonsai-Freunden in Altenkund, also in Schnei, Bonsai-Freunde Altenkundstadt. Genau, ich hätte es nicht besser sagen können. Danke. Ja, hat mich riesig gefreut. Der Einladung bin ich gefolgt. Das Wetter war mäßig. Hier drinnen war alles super. Sehr, sehr schöne Bäume, sehr nette Leute, gute Gespräche. Der Ralf hat wunderbar hier Bäume stehen. Wenn ihr Interesse habt, schaut gerne bei ihm rein. Online könnt ihr Kontakt aufnehmen. Ihr könnt gerne vorbeifahren. Informiert euch. Ja, und ich würde sagen, auf diesen gelungenen Nachmittag, jetzt ist Feierabend, die Gäste, die verlassen das Lokal. Und Ralf, ich würde sagen, wir trinken mit einem Birkacher Roten. Vom Eller, aus Birkach, vom Bonsai-Garten Birkach. Ne? Trinken wir noch das Abschlussbier und. Ja. Ich sage danke fürs Zuschauen, für euer Interesse. Schaut gerne wieder rein. Schaut vor allem gerne beim Ralf vorbei und wir sehen uns gern wieder. Ja. Tschüss. Und nochmal danke, ne, dass du da warst. Gerne. Ciao, macht's gut. Ciao, ciao.